da 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 da. Harry ist groß und Johnny ist klein. Harry haut Johnny eine rein. Da kommt Freddy und schlägt Harry nieder. Harry ist groß und erhebt sich wieder. Freddy ist stärker und tritt nochmal zu. Harry hat endlich seine Ruhe. Johnny sagt froh, Freddy, ich danke dir. Freddy sagt, das kostet aber Schutzgebühr. Verdreht zur Probe mal Johnnys Hand. Ach, wär der Johnny nur weggerannt. Ach, wär der Johnny nur weggerannt. Da 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 da. Hier kommt Ernie der Bärenstarke. Der Erwin der Kleine, aber der kann Karate. Ernie grüllt Erwin, gib mir dein Bier. Du schuldest mir noch eins vom letzten Mal hier. Der Wirt weiß, wer recht hat, aber er schweigt, weil er weiß, wer am Ende der Sieger bleibt. Und weil er nachts nichts hört und auch nichts sagt, geht Ernie zu Boden durch Handkantenschlag. Er hatte zwar recht, sich aber schlecht benommen und hat auch vom Wirt noch einen Tritt bekommen. Und hat auch vom Wirt noch einen Tritt bekommen. Da 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 da. Alle Fünfe sahen sich wieder vor ein paar Tagen und wollten sich gerade schon wieder schlagen. Da betrat ein Engel das gästliche Haus. Er sprach, haltet ein, ich geb allen ein aus. Als sie so saßen in trauter Runde, vernahm man plötzlich die frohe Kunde, dass sich alle Fünfe wirklich gern mögen und warum sie sich jetzt nicht einen Joint reinzügen. Die ganze Geschichte schlägt mir auf den Magen. Ja, können sie sich denn sowas nicht früher sagen? Ja, können sie sich denn sowas nicht früher sagen?